Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Soul River 2. Weiter geht's, erstmal Soundcheck. Und weiter geht es. So. Mal gucken, ob ich es in dieser Session schaffe. Haha! So, der Nächste wird erstmal seine Seele aussaugen. Dein Leben brauche ich. Du bist nervig! Ah, der eine ist tot! Gut, danke, dass ich... Oh. Oh, dringend wieder leben. Ich glaube, da sehe ich schon einen, der mir Leben geben wird. So, stirb! So, gib mir dein Leben. Hey! Hau nicht ab! Ja genau, Filmsequenz. So, du zu dir. So, der wäre erledigt, diese verdammte Bahamut? Oder wie, was sind das Teile? Behemoths oder was? So. So langsam komme ich in eine neue Gegend. Lasst mich in Ruhe. Ich gehe nur einfach mal durch. Hier schneit es noch? Ach so, früher war es hier etwas kälter und später ist hier der Sumpf oder was? Was? Jetzt ist es hier sumpfig oder was?
Wisst ihr, dass er langsam beginnt zu nerven? Ich an ihr nicht vorbeikommen? Denkt ihr? Wie, hier ist gar kein Wasser? Okay. Ist das Wasser erst später hier hingekommen? Ja, genau. Die gehen auf jeden Fall besiegt. Ich brauche einen Windriver. So, stirb! Die gehen ja noch einfach mit den normalen Fäusten. Ah! Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Auf den Rücken der Statue! Ich muss da oben hin, aber wie? Ah. Ah. Da lang. Über Umwege. Aber die Umwege sind effektiv. Und hier ist die Wand hoch. Ach, hier ist jetzt wieder Wasser. Und hier ist er noch am kleinsten, oder was? Nicht wieder nach unten. Du hast mich im Stich gelassen, Raziel. Ich frage mich, Alter. Hast du mich wirklich wieder auferstehen lassen, oder warst du nur zufällig zur Stelle, als ich nach meinen Qualen in der Tiefe wieder erwachte? Ich nehme an, ich kam dir ganz gelegen. Von keinem in deinen Bau gestoßen und aus irgendeinem Grund unzerstörbar. Ein haltbares und leichtfertiges Werkzeug für deine Zwecke. Doch das bin ich gern bereit zuzugeben.
Ich habe mich auch von anderen immer wieder benutzen lassen, doch ich wich stets vom vorgezeichneten Pfad ab. Was hab ich nur an mir, Dämon, das mich zu einem derart unzuverlässigen Instrument werden lässt? Warum überlebe ich eine Prüfung nach der anderen, immer und immer wieder, in einer endlosen Folge demütigender Tode und Wiederauferstehungen? In meinem Schicksal und meiner Geschichte liegt offenbar noch mehr verborgen, als ich weiß. Möglicherweise auch mehr, als du weißt. Ihr seid nervig. Haut ab! Ihr stört mich nur. Ihr gebt nämlich keine Seelen. Also könnt ihr mir getrost gespart bleiben. Och nö. Aber ihr nicht. Ihr seid erstmal im Weg. Nein, er hat's geschafft! Aber egal, so kann ich nicht weniger Hört auf, mich zu stören! So, den Boss wieder in eine normale Ebene und jetzt kann ich da hinten. Ich will hier durch. Ist es hier die ganze Zeit so kalt? Die ganze Gegend ist ja ganz schön voll mit Schnee. Hä? Was seid ihr denn hier? Und noch mehr von diesen Viechern. Vielleicht sollte ich jetzt den Riefer nicht nutzen. Ach, die Säulen von Nosgoth. Mal wieder. Drei! Er könnte seinem Schicksal entgehen. Welcher Narr. So, der erste ist weg. Au! Das musste jetzt sein, oder was? Geht die Tür auf? Ja, sie ist nicht verschlossen. Oh. Oh.
Hey! Ja. Versammelt euch nicht! So, nimm das und das und das und das. Ich brauch euer Leben. Ah! Naja, musst du dich einmischen. Dann gehe ich eben so durch. Hört auf, mir zu folgen. Das ist ein ziemlich einfacher Weg, hier so durchzugehen. Das ist einfacher als vorher. Aber ich möchte mal gerne wieder aus der fraktalen Ebene raus. So, hier bin ich wieder am Tor. Wie, hier ist Eis? Okay, überall ist das. Oh, hi. Du wirst mich jetzt gleich nicht stören. Also, das Tor kann ich wahrscheinlich nicht öffnen, weil... Eis. Ja, genau. Wie? Du folgst mir? Au. Ich speichere mal ab. Falls ich es nicht schaffe, das Projekt in dem nächsten Part zu vollenden. Ich komme irgendwie gut voran, nämlich, ne? Jetzt zur Zeit. Ja, ich mache jetzt hier nämlich einen Cut und bis zum nächsten Part.